Und jetzt erleben wir eben, dass zunehmend Gestaltungsfragen, die ganz eklatant in unser zukünftiges Zusammenleben eingreifen, wie jetzt zum Beispiel dieser Stabilitätsmechanismus oder aber der Fiskalvertrag, die ja auch miteinander auch nochmal verknüpft sind vertraglich, dass wir da konfrontiert werden mit einer Vertragsform, die verbunden wird mit einem sogenannten Ewigkeitscharakter. Also wo dieses Prozessuale keine Rolle mehr spielen soll, sondern diese Form soll in jedem Fall erhalten bleiben, egal wie sich die Welt verändert. Ich habe großes Verständnis dafür, ja, dass man für einen gewissen Zeitraum auch eine Sicherheit haben will und deshalb diese Form so ausgestalten will, also dass man sagt, die darf nicht nur eine Legislaturperiode halten. Wenn eine neue Regierung käme und sie sofort schon wieder verändern würde, dann würde sie einfach den Zweck verfehlen. Also eine Form, die eine längere Dauer hat. Aber diese Form darf dennoch nicht so konstruiert sein, dass wir als Menschengemeinschaft, die von dieser Form betroffen sind und mit ihr umgehen können, sie nicht mehr verändern können. Zumal wir ja noch gar keine bundesweite Volksabstimmung haben und sie auch nicht direkt verändern können. Das heißt, unsere Möglichkeit besteht nur darin, andere Menschen als Repräsentanten zu wählen. Und wenn diese Repräsentanten auf diese Form, die eben eine ganz zentrale Frage unseres Zusammenlebens, nämlich die Verteilung der Finanzen im Gesamten betrifft. Das heißt, damit wird ja auch festgelegt, welche zukünftigen Aufgaben wahrgenommen werden können oder nicht. Wenn wir das nicht mehr verändern können, indem wir jetzt Repräsentanten wählen, dann kommen wir in einen undemokratischen Zustand, der unhaltbar wird. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass wir die bundesweite Volksabstimmung noch gar nicht haben. Also wir können als Menschengemeinschaft, die jetzt die Bundesrepublik bilden, ja gar nicht direkt in Sachfragen entscheiden bisher. Also die großen Sachfragen jedenfalls nicht, auf Landesebene schon. Jetzt werden ja speziell, was diesen Stabilitätsmechanismus, Fiskalvertrag und so weiter, und das sind ja auch nur Beispiele, für immer mehr gesetzliche Regelungen, die aus dem nationalen Recht in das europäische, also auf die nächsthöhere Ebene verlagert werden, sodass selbst wenn wir die bundesweite Volksabstimmung erringen würden, irgendwann, weil es die Menschen aus ihrem Willen heraus jetzt endgültig haben wollen, dann gibt es schon wiederum Regelungen, die auf der nächsthöheren, erweiterten Ebene zu finden sind, und deswegen haben wir die gleiche Situation oder werden wir dann vorfinden, in der wir uns jetzt auch schon befinden. Und denken würde ich das erstmal menschheitsweit, ja, also dass aus der Selbstbestimmung eines jeden heraus auch das Gemeinwesen gestaltet werden muss. Dass wir aber zunächst ja mal versuchen, eine Menschengemeinschaft anzustreben, die so einen gewachsenen gemeinsamen Begriffskanon hat. Und das wäre Europa jetzt zunächst mal für mich. Ja. Wir haben eine sehr wechselvolle, aber gemeinsame Geschichte miteinander, die Völker, die jetzt diesen Rahmen Europa bilden. Und die wären in der Lage, da sie in vergleichbare Begrifflichkeiten haben, mit diesem Instrument der Selbstbestimmung in jedem Fall ihr Zusammenleben zu gestalten. Andere Kulturzusammenhänge wären viel zu verfrüht, um auf dieser Ebene oder mit solch einem Instrument auch weltweit etwas zu gestalten, ist zumindest meine Überzeugung. Möglich ist es in jedem Fall, weil die Begriffe auch menschheitsweit gültig sind. Ja, aber aus der jeweiligen Perspektive der Kulturentwicklung heraus haben wir trotzdem noch einen vollkommen unterschiedlichen Blick darauf. Und
Dennoch sind wir ja dadurch, dass die Menschheit sich als Menschheit wahrnehmen kann mittlerweile, was man ja auch Globalisierung nennt, werden sie ja darauf aufmerksam, wie andere mit bestimmten Betrachtungsweisen sich selbst in der Welt verorten. Und deshalb halte ich es für so ungeheuer problematisch, wenn wir jetzt schon wieder ganz eklatante Entscheidungskriterien auf die nächsthöhere Ebene verlagern, ohne die für uns zunächst einmal höchste Ebene, nämlich auf Bundesebene, mit einer Volksabstimmungsregelung versehen haben. Und sollten wir sie dann bekommen, vor dem gleichen oder uns zumindest in einer vergleichbaren, ohnmächtigen Situation wiederfinden, dass wir Gestaltungsfragen wieder nicht angehen können. Wobei ich nichts gegen Schwierigkeiten habe, die man überwinden sollte. Also dafür sind wir ja überhaupt auf der Welt.